Die Stadtgemeinde Volzberg und die Woche Südweststeiermark haben uns gedacht, wir laden zu einer Podiumsdiskussion ein. Der Anlass für diese Diskussion ist die bevorstehende Schließung der gynäkologischen Abteilung in Volzberg. Ist es wirklich notwendig? Einer der wesentlichen Punkte war natürlich die Weltwirtschaftskrise, die zu einer Bundesfinanzkrise geführt hat oder vielleicht noch führt. Nach einer ersten Zwischenbilanz sind die Gemüter recht erhitzt. Es ist beschlossene Sache. Die Politik hat das Gesundheitslandesrätin hat es auf ihre Fahnen geheftet. Das wird durchgezogen. Und wie gesagt, Volzberg ist halt wieder leider bei der ersten Tranche dabei. Wir können es uns nicht leisten, dass wir eine Zweiklassengesellschaft schaffen, wo nur gerechnet wird nach Ertrag und nach Kilometern. Entscheidend ist die Qualität der Versorgung und wir haben ja nicht einzahlt in den Topf, damit wir schlechtere Qualität haben oder die Menschen in unserer Region, sondern dass sie sich da wohlfühlen können, dass sie ihre Kinder da kriegen können. Nur das Einsparungspotenzial für die KAG ist bei uns ist ja nicht so hoch. Das sind 0,1%, das sollen sie in Graz einsparen. Dort haben sie genug Potenziale. Wir haben 80% aller Vorgaben bereits jetzt schon erledigt. Da warten wir mal, bis alle anderen das gemacht haben und dann können sie wieder kommen. Aber nicht mit dem Rechenstift drüber fahren bei Anstalten, die bereits alles erledigt haben. Unser Krankenhaus Volzberg und die Mitarbeiter sind, es ist ein hervorragendes Krankenhaus, sind hervorragende Mitarbeiter, die gute Leistungen für die Bevölkerung erbringen. Es gibt leider kein Einsehen und kein Einlenken von der KAG-Führung. In Graz wird scheinbar das Geld beim Fenster rausgeworfen. Man könnte in Graz locker Ressourcen einsparen. So zerstört man kleine Einheiten, die super funktionieren, mit minimalsten personellen Aufwand. Dass ein Krankenhaus in der Nähe ist, ob wir hier deswegen einen massiven Anstieg der Geburten haben würden oder dass deswegen die Geburten jetzt in der Region nur wegen dem Spital zurückgehen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Geburt hat den großen Vorteil, dass sie keine Krankheit ist. Und dass man eine normale Geburt, auch wenn man sie öfter erlebt hat, denke ich, doch beurteilen kann und weiß, wie oft eine Frau ins Krankenhaus geht. Es ist nicht nur so, dass Frauen und Ärzte normale Geburten beurteilen können. Ich denke, das können auch andere auch. So ist es nicht. Er disqualifiziert sich selbst, wenn er sagt, dass die Gebärenden Mutter und Kind nicht krank sind. Das kann sich schlagartig innerhalb von Minuten ändern. Er hat wirklich keine Ahnung. Die Frage ist ja nicht, ob es den Frauen jetzt was Positives in dem Sinn bringt. Die Frage ist ja, ist man sich innerhalb der KAG überhaupt im Klaren, was die Schließung außer Einsparung noch bedeutet? Wegen der Universitätsklinik, da steht drinnen, es wird verstärkt Wert auf Kooperationen zwischen den Standorten gelegt. Zudem ist die Entlastung der zentralen Krankenanstaltung von Leistungen der Basisversorgung vorgesehen. Also das heißt, wir sollen die Patienten herausbringen und nicht hineinbringen. Auch unser Rettungschef Aldo Stricker macht sich Sorgen um die Versorgung in unserem Bezirk. Wir werden es tun, aber ich werde mich dagegen wehren, dass wir permanent für Sekundärtransporte verwendet, weil teilweise missbraucht wird. Von Gaistal nach Volzberg jetzt Minimum 1,5 Stunden mit den Öffentlichen. In 24 Stunden mit den Öffentlichen von Gaistal nach Volzberg nicht machbar. Uns sind allen leider die Hände gebunden, wir können da nicht aktiv werden. Uns wird auch zum Teil von oben sozusagen Druck gemacht. Wir erfahren auch alles nur aus der Zeitung. Also werden diese Prozesse überhaupt mit eingebunden und das ist natürlich auch traurig und bedenklich. Mit der Green Gap sind wir jetzt nicht einmal gefragt worden. Faktum ist auch, dazu stehe ich auch und da mache ich auch keine Mördergrube aus meiner Seele, dass ich auch mitbeschlossen habe im Landtag Steiermark, dass wir ein Sparpaket für das Land Steiermark insgesamt brauchen. Ist hier endgültig das letzte Wort gesprochen oder haben wir noch Chance, unsere Geburtenstation nicht zu schließen? Grundsätzlich halte ich es für gut, wenn das Volk, wenn die Bevölkerung Meinung sagen kann, Flagge zeigen kann, weil vielleicht dann in der Politik ein Nachdenkprozess ansetzt. Am 15. Juni kommt die KAGES, der Vorstand, zu uns in der Anstaltsleitung und hier wird es noch einmal eine sehr emotionale, heiße Diskussion geben. Und beide sagen mir, das Projekt ist schlecht, dann sollte ich eigentlich darüber nachdenken, wie man es besser machen kann. Wir sind für jede Einsparungsidee dankbar. Wir haben gehört von Herrn Primar, Volzberg läuft wunderbar.
die Leute kämpfen auch um. Der Herr Doktor in der Bühne hat gesagt, 3-4 Touren sind wir so schenken, drin in Graschen, das geht zur Verfügung. Die Kage ist auch ein aufgeblasener Apparat, wo man vielleicht ein bisschen einsparen kann. Wenn ich nicht wüsste, dass einerseits die Bevölkerung dahinter steht und andererseits ich mich wirklich verstehe als Sprecher der Bevölkerung, der Patienten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses, dann wäre ich auf fehl am Platze. Und wenn das jetzt nicht funktioniert oder man nicht einlenkt, dann werden wir uns andere Maßnahmen einfallen lassen. Ich kann es Ihnen heute hier nicht endgültig sagen, weil wir jetzt seit 3 Wochen daran arbeiten, und zwar in allen Aspekten des RSG in der Steiermark, also nicht nur hier das Thema Volzberg. Und am Ende des Tages, also in wenigen Wochen, werden wir diese Einsparungen auch beziffern. Ist die Schließung nur mehr in den Händen der Politik oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Ein Appell an die Politiker, auch die am Podium sind, bitte sagen Sie Ihren Parteifreunden in der Landesregierung, Sie sollen mit der Frau Eckinger-Bloder reden, zurück an den Staat, und machen wir das anders, weil so kommt es nur raus, dass wir streiten, dort stand der Kreuzberg, und es geht nichts weiter. Wer sonst außer der Politik? Und jetzt, weil sie ihren Auftrag kriegt, um einzusparen, sagen wir, okay, den Weg des geringsten Widerstandes, Volksberg können wir die Güte transferieren, ab und wird in den Einbau. Der zuständige Primar ist der Tod, der sagt sie die letzte Zeit ab, ist nicht mehr vorhanden. Also ich sage, entweder bleibt Volksberg oder bleibt es nicht. Ich finde, dass das Ganze bleiben soll und dass der Tod auch nicht in den Köpfen machen soll. Weil sonst, so viele wir, die nicht nachgehen, 0,1%, das ist ein Lehrer, das ist gar nichts, sage ich. Und wenn die Weltwirtschaftskrise schuld ist, dass die Bühne in Volksberg zusperrt, traurig. Ich bin momentan der Böse für die Zentrale und der Gute für die Region. So ist es. Es ist manchmal wie bei den Gemeinden. Wer gut wirtschaftet, kriegt weniger BZ-Mittel oder Bedarfszuweisungsmittel, weil er halt gut gewirtschaftet hat. Und das kann da nicht sein. Da geht es um Menschen. Da kann nicht das Geld im Vordergrund stehen. Und die Sozialdemokratie hat für den Menschen da zu sein, und dafür werden wir uns aber massiv einsetzen. Ja, spannende Diskussion. Noch 2 Stunden konnten wir nach wie vor nicht klare Aussagen erhalten, warum die Gün in Volzberg geschlossen wird. Die Einsparungsnotwendigkeit trifft alle in der KS. Müssen wir wirklich alle sparen? Wird auch der Rotstift bei der KS angesetzt? Keine Ahnung. Wir konnten nicht mehr nachfragen, weil die Limousine mit Chauffeur bereits weg war.